Beware of Trapricks ist endlich bei uns im Handel und ich hab's hier. Ich werde es für euch heute einmal öffnen, aber nicht nur eins, ich werde davon drei öffnen, damit ihr einmal seht, was genau drin ist. Wir haben ja im letzten Video schon darüber gesprochen, was genau die Karten können. Wir werden uns die mal ganz kurz angucken. Dann öffnen wir einmal drei Stück davon und dann machen wir ein Deck. Ich habe mir, by the way, so eine ganze Box hier gekauft. Da sind 8 Stück drin. Ich habe also insgesamt 10 Stück. Ich habe also Vertrauen in das Deck. Ich glaube, dass es ein sehr cooles Deck ist und die Staples sind gut. Einfach gut. Springen wir nochmal in das Set rein und gucken mal, was genau drin ist. Hier ist es einmal, das Structure Deck. Der Inhalt steht wie immer hier drauf. Wie gesagt, ich habe ein Video gemacht, wo ich einmal alles besprochen habe. Seht ihr einmal da oben in der Ecke. Machen wir das einmal auf und gucken mal, wie cool die Karten in echt aussehen. Tipp von mir, immer Structure Deck von unten öffnen, denn dann kriegt ihr das schneller auf. Denn dann fällt das einmal in eure Hand. Eine wunderschöne Playmat. Das Deck, machen wir es auf. Dann gucken wir uns einmal ein bisschen genauer an. Das ist einmal Pudica, oder wie auch immer die heißt. Die Karte kann in die Special Reverse banishen und auf Normal Summon sucht die halt die Field Spell. Das ist ziemlich gut übrigens. Haben wir einmal Trapricks Garden, das ist der angesprochene Field Spell. Die sind übrigens auf Englisch, weil ich einfach Englisch bei Trapricks halt von dem Namen her cooler finde. Dann haben wir einmal Traptalizing Tune, das ist die Karte, die euch zwei Karten ziehen lässt. Dann Pinguicula, ja auch nicht auch spannend, die kann Trapricks Monster suchen. Atipus ist das neue Link 3 Monster, die ist unglaublich insane. Die Karte mit diesem Namen hier, die kann sich selber specialen und ist dadurch ein Free Extender, der ein Level 4 Monster ist, was ziemlich gut ist und hat ein Trapricks Monster. Und natürlich Evenly Matched als Super Rare in einem Structure Deck. Wer hätte es für möglich gehalten, aber hier ist es. Dann Holoitea oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist im Endeffekt Shade Brigadine nur als Trapricks Karte. Und ihr müsst dafür eine normale Fallenkarte weglegen, wenn ihr die im ersten Zug aktivieren möchtet. Was grundsätzlich sogar gut sein kann. Haben wir einmal Atrax, Mormelio, sehr gute Karte für das Deck. Nepenthes, auch eine gute Karte für das Deck, aber nicht als 3 of definitiv. Dionea, eine sehr gute Karte. Ich muss überlegen, welcher Ratio ich spiele, aber ich werde das Deck ja gleich sehen. Dann Genesia, nicht schlecht, aber für das Deck nicht spielbar. Vesiculo, habe ich überlegt, lohnt sich wahrscheinlich aber nicht. Dann Gardala, gute Karte für Side-Deck, die werden wir im Main-Deck nicht brauchen. Dann Comungus, ähnlich, klasse für Side-Deck. Retaliating Sea, auch da wieder für Side-Deck ganz okay, die macht halt gegen Kashtira nichts, aber gegen Andex ist sie halt ganz okay. Dann Resonance Insect, unnötig meiner Meinung nach. Lawnfire, könnte man spielen, aber ihr habt genug Monster im Deck, damit ihr halt spielen könnt, deswegen braucht ihr das halt nicht. Dann wieder ein Common Ash Blossom Reprint. Die ist meiner Meinung nach insane, dass sie wieder hier drin ist. Die zweite Karte in Folge im Structure Deck, also im letzten Structure Deck war die drin und hier auch, also unglaublich gut. Haben wir immer Rose Lover und Source the Fleur. Die werdet ihr nicht spielen. Magnite, Purple Nightfall und Blue Sky sind hier drin. Coole Inklusion, allerdings würde ich das nicht spielen. Haben wir Morotek. Dann Firehand, Icehand, Thunderhand und einmal Raigeki. Das ist sehr, sehr komisch, die in Kamen zu sehen, denn die glitzert halt nicht. Das kommt normalerweise nicht so vor. Und da haben wir einmal Harpies Featherduster. Auch die als Kamen ziemlich weird. Aber es sind beides gute Karten. Ich glaube nicht, dass ich Raigeki Manic spielen werde. Ich glaube, ich sehe da tatsächlich nicht Raigeki, sondern eher Evenly. Aber ich werde gleich sehen, wenn ich den feinen Deckbild baue, wie ich spielen möchte. Und dann haben wir einmal die neue Fallenkarte, Trap Hole Nightmare. Terrifying Trap Hole Nightmare. Die ist zwar ganz cool, die Karte, aber ich glaube, die anderen Trap Hole Karten sind besser. Das zusätzliche Banishing im Friedhof ist zwar ganz cool, aber ist jetzt auch nicht mandatory. Dann haben wir einmal Trap Hole, Bottomless Trap Hole, die haben wir zweimal hier drin. Dann haben wir einmal die Void Trap Hole. Die ist eigentlich auch ganz cool, aber die ist halt sehr spezifisch, wenn das Monster beschworen wird, müssen wir das aktivieren, deswegen ist das ein bisschen iffy. Dann haben wir Trapricks Triple Nightmare. Das ist eine sehr gute Karte übrigens. Sie muss auch nicht once per turn. Und wir kriegen die zweimal. Floodgate Triple, sehr gute Karte. Gravefuelers Triple als Common. Weird, aber sehr cool. Traptrick ist auch hier drin.
Auch wenn das Namenskind irgendwie fürs Deck ist, werden wir die trotzdem nicht spielen, denn wir haben so viele Fallenkarten, die wir aktivieren möchten. Da hindert uns die Karte nur. Wenn ihr ein eher generischeres Deck spielt mit generischeren Fallenkarten, könnt ihr überlegen, die zu spielen, weil die halt darin echt gar nicht so schlecht ist. Dann haben wir immer Phantom Knights of Shade Brigadine wieder in Common im Structure Deck. Die ist halt für das Deck ziemlich gut. Ich weiß noch nicht, wie oft wir sie spielen werden, aber ihr werdet es ja gleich sehen. Sanctum ist für halt für Morotak, ist für uns aber nutzlos, weil die macht halt so nicht genug. Und der Sacred Tree ist theoretisch sogar auch spielbar in dem Deck, deswegen ist der auch hier drin, aber nicht gut genug, weil es auch keine normale Fallenkarte ist, das heißt, sie triggert Zera nicht. Deshalb werden wir die auch nicht spielen. Haben wir einmal OG, Rafflesia, Alomeros, Kularia, Zera, krass gute Karte. Auch weird, die als Common zu sehen. Und Mantis ist, warum auch immer, ganz am Ende. Man hat das Gefühl, man hat die vergessen reinzupacken. Am Ende gedacht, oh, komm, pack die nochmal rein. Die ist, glaube ich, ganz gut in dem Deck. Ich finde es halt krass. Ich habe hier so eine, seht ihr das? Diese krasse Printline hier. Das habe ich auch nie gesehen. Seht ihr das? Das ist ja richtig wild. Aber die anderen das nicht, ne? Guck mal. Die anderen das nicht. Nur die. Die ist so richtig, richtig. Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Und. Ihr könnt Master Root spielen und Frozen Habanova ist ein gutes Set. Da sind hier auch ein paar Fallenkarten drin, die ihr theoretisch in dem Deck spielen könnt. Dann mache ich mich einmal an die Arbeit und baue für euch einmal ein Deck aus drei diesen Structure Decks. Wenn euch so ein Content gefällt, lasst mir doch gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr seht gerne solche Structure Decks. Denn ich finde die an sich ziemlich cool und Trap Tricks ist, glaube ich, eines der besten Out-of-the-Box Structure Decks, was wir je bekommen haben. Und ich freue mich wirklich richtig daraus ein Deck zu bauen, denn ich glaube, das ist gar nicht so kacke. Das könnte nämlich sogar ziemlich gut sein. Hier ist einmal unser Deck. Und das gucken wir uns einmal jetzt ein bisschen genauer an. Wir spielen dreimal Mermelio. Denn Mermelio hat die Fähigkeit, auf Normal Summon uns eine Hole Trap zu suchen, was an sich ziemlich gut ist. Deswegen brauchen wir die auf jeden Fall dreimal im Deck. Denn es gibt mit der einen Kartenkombo, also eine anderthalb Kartenkombo, weil ihr die eine normale Fallenkarte braucht. Dann könnt ihr quasi Full Combo gehen, in Anführungszeichen. Deswegen ist die super wichtig. Wir spielen dreimal Mantis. Mant ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Karte, weil die sucht uns einmal ein Trap-Tricks-Monster. Und das kann logischerweise einmal der Extender sein, mit dem wir logischerweise auch dann ein paar Sachen triggern können. Und das geht auch theoretisch Full Combo, deswegen ist es auch eine sehr gute Karte. Die neue Karte ist logischerweise auch sehr, sehr gut. Und deshalb spielen wir die auch dreimal, weil die kann sich einfach beschwören. Kann eure Spell Traps protecten, vor meinetwegen Flederwisch zum Beispiel. Ist also auch eine sehr, sehr gute Karte. Pudika spielen wir auch dreimal. Wobei man bei der sogar sagen könnte, man müsste jetzt vielleicht nur zweimal spielen, vielleicht sogar nur einmal. Aber ich mag halt diesen Banish-Effekt aus dem Deck. Das ist ganz nice, dass wenn die aufs Feld kommt, die eine Karte banishen kann vom Gegner. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte. Und ist ja nicht die schlechteste Normal Summon, die man haben kann. Dann spielen wir da noch zwei Dionea. Das ist eine Karte, die kann man theoretisch einmal spielen. Ich habe aber ganz gern die Option im Deck, die zu specialen. Damit wir unsere Fallenkarte wieder setzen können vom Friedhof. Denn das ist dadurch halt unglaublich gut. Und ich möchte nicht unbedingt recyceln aus dem Banish-Pile, deswegen habe ich hier ganz gern zweimal im Deck, dass ich das zweimal machen kann. Das macht ihr auf jeden Fall im First Turn, ganz wichtig. Und dann spielen wir noch einmal die hier, Nephis, weil die uns ein Trap-Tricks-Monster adden kann. Das kann auch sehr hilfreich sein. Das war's zu den Trap-Tricks-Monstern. Natürlich spielen wir Ash Blossom und Joyspring, weil. Wir haben sie im Structure Deck drin. Das ist aktuell sogar wieder wirklich eine gute Karte. Deswegen macht es auf jeden Fall auch Sinn, die zu spielen. Auf jeden Fall ein Trio in dem Deck. Dann spielen wir noch dreimal Tune, weil wir genug Karten haben, die wir weglegen können. Tote Monster, zu viele zaubern Fallenkarten, die einfach nichts davon machen, aber wir zwei extra Karten bekommen können. Und die Karte im Friedhof zu haben, ist auch ganz hilfreich, weil die halt Sachen recyceln kann. Also auch eine gute Karte. Dann spielen wir zweimal den Garden tatsächlich. Ich habe überlegt, den dreimal zu spielen, damit ihr den Hardraw auch nicht suchen müsst. Ich habe auch überlegt, den nur einmal zu spielen, weil der eigentlich gar nicht so super wichtig ist. Aber ich habe halt gemerkt, okay, den zweimal zu haben ist ganz praktisch, weil ihr mit der relativ einfach OTK'en könnt, indem ihr einfach Link Summons auf dem Friedhof zurückholt. Wenn das Ding drei Monster geht, was man gegen annulliert und dann hat eure ganzen Monster pusht, das kann euch schon mal den Arsch retten. Dann spielen wir als Fallenkarten Evenly Matched. Ich habe mich gegen Raikiki entschieden und für Evenly, weil ich glaube, dass wenn wir eine Karte haben wollen, wenn wir Sicken gehen müssen, ist Evenly die Karte, die ich am liebsten hätte. Und deshalb spiele ich Evenly, weil ich halt ein Blowout ist gegen so ziemlich alle Decks, was wir antreten treffen können. Deshalb spiele ich Evenly über Raikiki, dafür gleich zum Side-Deck ein bisschen mehr. Dann
Dann spielen wir eine Bottomless und zwei Trap Tricks, Trap Hole Nightmare. Die ist halt sehr spezifisch gegen manche Decks, wo die auftaucht. Die ist eigentlich gegen fast jedes Deck gut, weil sie nur gegen fast jedes Deck gut ist, spielen wir sie zweimal wegen dem Space, den wir brauchen. Denn wir spielen dreimal Gravediggers Trap Hole, denn die ist eigentlich gegen jedes Deck gut. Das Einzige, was es aktuell nicht so gut macht, ist gegen Kashtira, aber ansonsten ist die wirklich gegen jedes Deck ziemlich gut und die stoppt halt Handtraps, was halt sehr hilfreich sein kann. Dann spielen wir Floodgate Trap Hole, auch die spielen wir dreimal. Die ist halt aktuell gegen Kashtira unglaublich gut. Die ist aber gegen sehr viele Combo-Decks gut, die halt ein Monster offen am Feld brauchen, um spielen zu können. Deswegen eine sehr, sehr gute Karte. Dann spielen wir dreimal Traptrix Holoitea. Das ist halt die neue Shade Brigadine. Die brauchen wir auch definitiv dreimal, weil die auch die Möglichkeit hat, sich im Friedhof zu banishen. Dass wir halt Monster vom Grave special können, ist also eine sehr gute Karte. Und wir spielen zweimal Shade Brigadine. Man könnte sie auch dreimal spielen, dann müsste man eine andere Karte cutten. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Denn, und das ist ganz cool, mit der Ratio 5 Stück ist die Wahrscheinlichkeit, einen davon auf den Starthand zu ziehen, sehr, sehr hoch. Ich glaube sogar über 80% oder so, also sehr, sehr hoch. Deswegen habe ich die ganz gerne 5 Stück, dass wir auf jeden Fall einen davon in der Starthand sehen werden. Im Extra Deck passiert nicht so viel. Da haben wir einmal Pinguligula, weil wir haben halt 6 Monster, das heißt, wir werden die meisten halt maxen. Ich bin davon 3, davon eine, weil sie kommt halt auch, aber sie ist jetzt nicht mandatory. Dreimal Old Mummy, Aflesia. Dreimal die neue Etipus, weil wir den Space haben. Die werde ich nachher in dem richtigen Bild wahrscheinlich ein- oder zweimal spielen, wahrscheinlich aber nur einmal. Golaria spielen wir jetzt hier zweimal, weil es an sich eine ganz gute Karte ist. Und es ist halt eine Bridge halt zu Altipus. Deswegen spielen wir die halt. Und wenn die auf dem Feld ist, werden unsere Fallenkarten nicht in den Friedhof gelegt, sondern werden quasi wieder gesetzt. Was auch sehr neat sein kann. Und obviously spielen wir dreimal Sera. Eins der besten Link-Monster, was jemals geprintet wurde. Eine unglaublich gute Karte. Ich zeige euch noch ganz kurz quick das Side-Deck. Das habe ich auch nicht eingesleeved. Einmal Nightmare, Bottomless und Duster. Das sind die drei One-Offs. Das ist halt die dritte davon. Das ist die zweite davon. Und das One-Off braucht ihr theoretisch. Dann drei Raigeki, weil wir sie haben und es ist einfach eine unglaublich gute Karte. Wenn wir sie halt brauchen, ist sie halt da. Retaliating Sea ist zwar gegen Kashtira nicht so gut, aber gegen manche andere Decks, also warum nicht? Und wenn die das Feld verlässt, kriegen wir noch einen Search für ein Earth Insect Monster, was wir auch als paar Monster haben. Und dann spielen wir drei Kaijus. Die sind witzigerweise gegen Kashtira ganz in Ordnung, weil die auf jeden Fall da ein bisschen was accomplishen können. Das ist es. Das Deck für 30 Euro. Was sagt ihr? Gefällt euch das Deck? Werdet ihr euch holen? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich unglaublich interessieren, wenn ihr so einen etwas größeren Deep Dive dazu haben wollt, wie die Karten in dem Deck funktionieren, was genau die können. Guckt euch einmal das Video an, was ihr jetzt einmal hier sehen werdet, da habe ich über alle Karten einmal gesprochen, die relevant sind. Bis zum nächsten Mal rein, ciao, Leute.